Scroll-Intro, 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 Beam. Und damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Infovideo. Man sieht das schon im Thumbnail als auch ja, im Titel logischerweise. Ich würde gerne mit euch jetzt hier in dieser kleinen Episode, in diesem Video, einerseits über meinen, in Anführungsstrichen, neuen Partner sprechen. Und andererseits, was wahrscheinlich die meisten dann noch ein bisschen mehr interessiert, über die nächsten Spiele, die ich auf meinem Kanal Let's Playen möchte. Einerseits der 12. September, da kommt aber nicht mehr so viel, aber vor allem dann auch für Oktober, wo richtig, richtig viel kommt. Also da ist wirklich, ich wollte jetzt schon sagen, Polen offen, aber da kommen halt wirklich super viele Spiele raus, wo ich mich dann noch sogar entscheiden muss, weil ich nicht mal alles bewältigen kann. Und das will ich euch auf jeden Fall vorstellen und zeigen, mit was ihr da so rechnen könnt. Bevor ich jetzt darauf eingehe, ganz fix, dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, dass es jetzt diesen neuen Link gibt, hier günstige Keys und Beam supporten. Letztendlich ist es einfach nur ein Affiliate-Partner-Ding mit hier Games laden oder Game laden. Ja, Game laden, nicht Games laden. Gibt es bestimmt den anderen, der rummeckert und so, aber es ist so, dass es, ich kann ja mit offenen Karten spielen. Ne? Also wenn ihr auf diesen Link klickt und ihr bestellt dann ein Spiel, dann kriege ich 10% Provision. Das heißt, wenn ihr ein Spiel für 10 Euro holt oder so, kriege ich 1 Euro. Und ihr zahlt dann aber auch nichts drauf oder so. Warum ich das jetzt aber mache und darüber erzähle, ist jetzt weniger wegen der Werbung in Klammern. Das ist natürlich jetzt ein cooler, positiver Nebeneffekt. Aber mir geht es vielmehr darum. Ich persönlich hatte jetzt mit anderen Key-Seiten, jetzt, ich nenne jetzt mal keine Namen. Ach warum, ich kann auch Namen nennen. MMOGA zum Beispiel und so hatte ich früher immer schön Probleme gehabt und so weiter. Und das war auch immer der Grund gewesen, warum ich jetzt wirklich, obwohl ich jetzt schon über ein Jahr das alles mache, nie irgendwie ein Affiliate-Programm hatte mit einer Key-Seite. Weil ich halt wirklich gucken wollte, kann man der vertrauen und läuft alles cool und so weiter. Und da ich aber schon Probleme hatte, wollte ich es gerne so machen, wenn jemand von euch hier drüber bestellen sollte, ne, über meinen Link und hat dann aber irgendwelche Probleme. Und ich meine jetzt aber nicht, der Key ist nach 2 Stunden nicht da, sondern ich meine jetzt sowas wie, der Key kommt gar nicht an, auch nach einem Tag oder so, obwohl er ankommen sollte, eigentlich instant oder so. Dann schreibt mir das bitte in Facebook. Ich habe den deutschen Community-Typen von Gameladen, habe ich in Skype drin und dann kann ich das weiterleiten, dann kann ich das vielleicht sogar klären. Und sollten wirklich viele Leute sagen, ey, yo, Beam, ich habe jetzt über den Link bestellt und irgendwas ist schiefgelaufen, wie gesagt, ne, jetzt nicht nach einer Stunde, sondern irgendwie nach 2 Tagen oder so. Und es kommt nicht an, dann würde ich nämlich sogar die Partnerschaft hier instant beenden. Darum geht es mir nämlich vor allem, dass wir gucken können. Ob das jetzt hier wirklich auch alles cool ist und so weiter. Ich habe darüber schon bestellt. Ich meine, ich kriege zwar ab und zu jetzt auch mal ein Spiel so von dem Publisher, aber ich bin ja trotzdem größtenteils nur Konsument und es ist auf jeden Fall wirklich verhältnismäßig mit die günstigste Seite. Also es gibt immer natürlich immer ein billigeres Angebot und so, aber die sind immer schon mit dabei bei den günstigsten und so. Und ich hatte nie Probleme, warum alles super abgelaufen und hatte dann wirklich 3 Stunden den Community-Manager da für Deutschland ausgequetscht und Fragen gestellt, bevor ich jetzt die Partnerschaft begonnen hatte. Und sollte ich jetzt aber mitbekommen, dass irgendwie meine Zuschauer da Probleme haben sollten und das dann würde ich erst probieren, das zu lösen. Und wenn das nicht klar geht und ich merke, dass es gibt mehr Probleme, dann würde ich die Partnerschaft instant wieder beenden. Es ist ja kein Vertrag, der da läuft oder so. Das ist ja einfach nur, yo, hier, Beam macht den Link rein und wenn es darüber bestellt wird, kriegst du halt 10% und so. Ne? Das kann ich halt sofort wieder wegmachen, dann hat sich die Sache gegessen. Und ich freue mich wirklich über jeden Euro, der da irgendwie noch mit reinkommt, wenn ihr darüber bestellen solltet. Wäre cool, wenn ihr daran denkt. Ne? Und wie gesagt, ihr habt dann die Option, dann auch bei Problemen euch dann bei mir zu melden und ich würde mich dann drum kümmern, wenn wirklich was Ernstes ist. Ich hatte zum Beispiel schon erlebt, das war, glaube ich, mit MMOGA gewesen, dass ich bestellt hatte und dann wollten die mein Perso haben. Also eine Kopie von meinem Personalausweis, was halt mal ein No-Go ist. Also wenn sowas passieren sollte zum Beispiel, dann könnt ihr instant zu mir kommen. Ja. So gut Leute, dann gehen wir mal auf die kommenden Spiele ein, die ich jetzt geplant hatte. Ich kann es hier zeigen, aber ich glaube hier, also das ist das Startvideo so, aber ich glaube, so ist es schöner. Moment, ich habe das hier so schön vorbereitet. Bam. Hat ein bisschen was von der PowerPoint gerade, ne? Aber egal, so, ne, da habt ihr Oktober, ihr habt sogar November, ich mach den erstmal ein bisschen runter, aber jetzt habt ihr das sowieso schon gesehen. Ich werde jetzt auf den November auch nicht eingehen. Ach, scheiße, jetzt hier. Ich lasse es, wie es ist. So, Beam PowerPoint geht jetzt weiter. Ne, November werde ich jetzt nicht eingehen, könnt ihr euch ja durchlesen und so, und das sind, ja, ne, lasse ich jetzt unkommentiert. Auf jeden Fall, am 23.09. Stronghold Crusader, also ohne Scheiß, September ist wirklich voll der Simulations- und Strategiemonat, so wie es aussieht. Es kommt aber auch wirklich nichts anderes, ne? Aber es ist mir auch egal, weil ich spiele die Spiele gerne. Stronghold Crusader 2, da kriege ich am Montag, kriege ich schon den Key, so wie es aussieht.
Mal gucken, ob ich am Montag schon was bringen kann, das weiß ich nicht, aber ich versuche auf jeden Fall spätestens dann zu Release am Dienstag, am 23.09., was zu Stronghold Crusader 2 zu machen und ich bin mal gespannt, ey, es ist, kann mich nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal gespielt habe und mal gucken, wie es ist, ne? Wenn es cool ist, dann machen wir da ein bisschen länger was dazu, wenn es nicht so cool ist, dann belasse ich es bei ein paar Folgen, einfach mal reingucken halt, ne? Am 24.09. dann Transocean, eine Shipping Company, wir sind noch ein Fragezeichen dahinter, muss ich mal gucken, ich habe da jetzt noch ein bisschen was von dem Spiel gehört, sah ganz witzig aus, ist halt letztendlich so ein bisschen Train Fever mit Schiffen, aber ob es cool ist oder nicht, werden wir sehen, das ist auch noch ein Fragezeichen, also ich weiß noch nicht, ich weiß es noch nicht, ob ich überhaupt, ich werde es mir angucken, aber ich weiß noch nicht, ob ich was dazu bringen werde, das mache ich dann davon abhängig, ob es mir gefällt oder so, ne? Machen wir es einfach so, oder ich mache ein angespielt und dann gucken wir zusammen wieder, wie wir es jetzt hier aufgemacht haben. So, gut, das war es jetzt im September gewesen und dann geht's echt ab, Leute, also die Liste, das ist unglaublich hier. Ich kann das immer kurz sagen, was so fett ist, ne, das werde ich definitiv spielen. Und mit dem Fragezeichen dahinter ist halt Fragezeichen, also da bin ich mir noch unsicher, die habe ich im Plan und kämen die fetten Spiele hier mit dem fetten Schrift nicht raus, dann würde ich die halt let's playen, ne? Aber so muss ich halt wirklich gucken und selektieren, weil ich schaffe hier nicht alles, das ist viel zu viel, was da kommt, leider. Ja. Aber das sind die Spiele, die ich auf dem Plan habe, Mittelerde, Mordor's Schatten, bin ich mal gespannt, Herr der Ringe und so, und bislang hört man ja viel Gutes drüber, ne? Also vielleicht mal ein Lizenzableger, der cool ist. Wenn ich auf jeden Fall zocken, was mich noch ein bisschen irritiert auf Steam, ist der sogar für, weiß ich gar nicht, Ende September schon genannt, der Release-Termin. Mal gucken. Auf jeden Fall irgendwann so um die Drehe 2.10. Wird's da was von mir geben. Definitiv. Dann 2.10. kommt auch Forza Horizon 2 raus, ist ein Fragezeichen. Überlege ich mir noch, aber ich werde es mir wahrscheinlich auf jeden Fall holen und dann mal gucken, wie ich Bock habe. Am 7.10. definitiv Alien Isolation. Das wird wieder wahrscheinlich wieder so ein Facecam-Projekt, denke ich. Ich stelle mir das Spiel so ein bisschen vor, wie, ne, es wird halt so ein bisschen horrormäßig einfach, ne, auch, und mit Alien, mit einem Alien. Ich bin mal echt gespannt auf das Spiel, hat man auch schon viel Gutes gehört und das wird auf jeden Fall so ein Facecam-Projekt mit mir. Bin ich mal gespannt und ich weiß jetzt schon, dass ich mich ständig erschrecken werde und so. Dann Drive Club ist auch ein Fragezeichen, also ich kann jetzt schon mal sagen, ich werde definitiv nicht beide Autorennspiele spielen, das wäre mir dann zu eintönig für mein Programm, also ich werde mir, wenn, dann vielleicht eins rauspicken, wenn ich überhaupt eins davon jetzt play, also entweder Forza Horizon 2 oder Drive Club, aber ich glaube, wenn, dann habe ich wahrscheinlich auf Horizon 2 mehr Bock, weil das ja so ein bisschen mehr noch, es ist ein bisschen, ich mag das Szenario mehr als bei Drive Club. So, 14.10., das ist echt viel Horror so, ne, Evil Within werde ich auch auf jeden Fall spielen, wird auch ein Facecam-Projekt. Und da brauche ich echt nur irgendwas Buntes und was Schönes oder irgendwas zum Nachdenken und deswegen entweder Civilization Behind Earth. Leute, die schon länger bei mir dabei sind, wissen ja, dass ich ein großer Civ-Fan bin. Ich hatte ja auch ja den fünften Teil, hatte ich ja meine Serie dazu gebracht mit, weiß ich nicht, 30 Folgen oder so. Und das ist ja jetzt hier auch quasi ein rundes Spiel für sich stehend und spielt halt dann sozusagen danach dann auf irgendeinem anderen Planeten etc. Aber halt auch in dieser Civ-Manier. Wo ich aber auch noch nicht weiß, ob ich es schaffe. Darum geht es letztendlich, ob ich das packe, weil das ist echt ein zeitintensives Projekt. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, aber es ist halt nicht ohne Grund auch noch ein Fragezeichen. Ja gut, 28.10. Sunset Overdrive ist auch Fragezeichen, aber irgendwas wird da auf jeden Fall kommen von den beiden hier, da bin ich mir sicher. Weil 14.10. und dann ist ja wirklich ein bisschen Raum und da habe ich definitiv wieder Zeit. Also vielleicht schaffe ich auch beide, aber eins von den beiden werde ich auf jeden Fall zocken. Ja, vielleicht auch beide. Und ja, und 31.10. Lords of the Fallen, was ja hier von Deck 13 wird das, glaube ich, entwickelt. Also hier vom deutschen Entwickler. Also witzigerweise ist es zumindest das gleiche Unternehmen, wie die auch Transocean machen hier. Das ist auch von Deck 13, aber ich glaube, die ist in einer anderen Stadt. Glaube ich. Ich glaube, die ist in Hamburg, die ist in Frankfurt. Ich weiß es nicht, kann nur Unsinn sein. Auf jeden Fall ist es beides von Deck 13 und Lords of the Fallen ist ja so ein bisschen wie Dark Souls soll das sein. Und was ich bisher in Videos gesehen hatte, sah sehr, 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 sehr cool aus. Und werde ich auf jeden Fall spielen. Das soll auch nicht so ewig gehen, wie es aussieht. Das ist ja dann als Let's Play dann auch wieder nochmal ein bisschen angenehmer, wenn ich weiß, okay, es geht das nicht 50 Stunden. Wenn das Spiel geil ist, ist es natürlich schade, aber grundsätzlich erstmal, wenn man ein neues Spiel anfängt, ist es erstmal angenehmer, wenn man weiß, okay, es geht jetzt nicht übelst lange. Und ich bin gespannt auf das Spiel auf jeden Fall, weil es sah sehr cool aus, sieht auch ein bisschen, ist halt Dark Souls-mäßig und alles und ich bin gespannt und ich hoffe, dass es ähnlich knackig ist und ich hoffe, dass es sich ähnlich gut spielt vom Gameplay her, ne? Was so das Agieren mit den Waffen angeht und etc. So, das ist auf jeden Fall aufwärts. Ja, November gehe ich jetzt nicht drauf ein, da mache ich, glaube ich, mal irgendwann nochmal ein extra total separates Video mit Vollfett wieder PowerPoint. Ach, hier ist der November, zählt dann, glaube ich, erst komplett. Oder ich mache dann wieder mit Videos oder so weiter. Das war jetzt echt ein bisschen schäbig eigentlich, indem ich einfach nur mein Open Office zeige. Aber ich meine, Leute, ihr seid so informiert.
Man muss ja nicht immer alles voll fett mit Trailern aufbereiten. Wer noch da ist, kann ja mal Socke schreiben in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid. Und ja gut, wenn ich nochmal drunter scroll, kommen wir zu 2015, da ist eh noch alles super ungenau. Und Dezember ist jetzt auch noch nicht wirklich drin, aber das liegt auch daran, dass Dezember, da kommen einfach keine Spiele mehr. Ne? Und ich sage jetzt auch nochmal dazu, das ist jetzt wirklich nur die AAA-Titel. Da sind jetzt keine alten Spiele dabei. Vielleicht spätestens für Dezember werde ich mir da bestimmt wieder was rauskramen. Und genauso sind da jetzt natürlich auch keine, weiß ich nicht, Early Access Titel oder Indie Titel dabei und so und oder kleine Spiele. Und ihr kennt mich ja, ich meine sowas wie Train Fever oder Gamers Go Makers und so. Das waren ja alles so Dinger, die würden nie auf meiner Liste stehen, weil ich in der Regel erst immer kurz vor Release von den Spielen höre oder was davon mitbekomme. Aber sowas in der Art kann halt auch noch kommen jetzt in der Zeit, und ne? Das sage ich mal noch dazu. So gut, dass das gewesen ist. Das mit Games laden, ne? Leute, wenn ihr mich supporten wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr darüber bestellt. Und wie gesagt, wenn es Probleme gibt, dann meldet euch bei mir über Facebook, aber am besten, weil sonst geht das irgendwie wieder unter. Und Facebook bin ich echt jetzt auch konsequent dabei, auf alle Nachrichten zu antworten. Facebook-Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und ansonsten habt ihr jetzt hier einen Plan, was so kommt. Wenn ihr noch Ideen habt oder Vorschläge, dann immer her damit. Aber ja, das war's dann zu erstmal mit dem Video. Info-Video halt mit OpenOffice, mit Beam. Alles klar, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann bei Stronghold Crusader 2 dann erstmal wieder, beziehungsweise bei Sims 4 und so. Und da kommt, das geht ja auch noch alles weiter. Also, macht's gut, tschüssi.